Liebe Frau Garantscha, was bedeutet dieser Bigood Award für Sie? Erstens freut ich mich sehr, dass das, was ich wirklich aus Herzen zu Hause mache, nämlich der Natur Achtsamkeit gebe und Aufmerksamkeit, dass das jetzt so erkannt würde und dass ich so quasi nicht nur als Sängerin, sondern wirklich auch als Mensch wahrgenommen werde. In der Gesellschaft bedeutet mir wirklich sehr, sehr, weil das ist mein Hobby. Das ist was, was ich aus Überzeugung tue, das ist was ich meinen Kindern weitergeben kann, sodass die Natur tatsächlich auch in gewisser Weise weiter überlebt. Dass die lernen, dass wir ohne Natur und ohne das, was wir eigentlich geben müssen, der Natur, nicht weitermachen können. Sie strahlen eine unglaubliche Wertigkeit aus als Mensch. Diese so starke Naturverbundenheit, dieser Ursprung, das passiert ja nicht von ungefähr. Woher kommt das? Also ich sage, ich bin im Herzen ein kleines Bauernmädchen, weil ich bin als Kind jeden Sommer 3 Monate habe ich zu Hause auf dem Bauernhof verbracht und haben die 3 Monate einfach alles erleben können, dürfen, müssen, sollen, was auf einem Bauernhof halt stattfindet. Ich habe auch sehr, sehr oft dort einfach gesungen und habe mich wahnsinnig frei gefühlt, weil da war keiner, der mich beobachtet hat, es war keiner, der was wollte. Ich glaube, dass die Natur ist von allem auch für die Musiker, die ja doch mit unglaublich vielen Dezibellen unterwegs ist, ist eine Ruheoase, weil ich liebe im Herbst ins Wald zu gehen, Pilze zu sammeln, weil auf einmal hört man gar nichts, also außer Wind vielleicht, irgendwo ein Vögelchen vielleicht, also einfach diese Stille zu hören, ist für, gerade ich glaube, für die Musiker unglaublich wichtig. Wir ruhen unsere Sinnen aus. Ich sage auch meinen Kindern, man kann von hier bis dahin kann man laufen oder Fahrrad fahren, muss nicht unbedingt ein Auto sein. Ich bin sendbar auch, von einem in Stadt laufe ich und laufe ich sehr schnell, also viel lieber als jetzt mit einem Elektroscooter oder sowas unterwegs zu sein. Wir separieren auch unseren Müll. Alles, was jetzt im Garten ausgenutzt sein könnte, geht in Kompost. Und manchmal die Mädchen müssen wirklich mit den Eimern von Gemüseschalen laufen in der Abend und das rauswerfen. Das ist mir sehr wichtig aus. Auch und einfach wirklich zweimal überlegen, ob bei Gemüse einkaufen all diese Plastiktüten oder Papiertüten notwendig sind. Dass wir sind nur ein Teil als Menschen auf die Welt, die wirklich im Einklang mit allem, von allem auch wirklich in Natur, erleben müssen und wir dürfen noch nicht nehmen, nicht nur nehmen und nehmen. Also dieses Konsumentenideologie will ich meinen Kindern wegjagen und einfach sagen, also wenn wir was geben, dann bekommen wir auch was zurück.